Für die Creme der Käsesahnetorte nehme ich 500 Gramm Speisequark, 600 Gramm Sahne, 100 Gramm Zucker, Tortenpfirsiche, ein Päckchen Agar-Agar, 3 Pack Sahne steif und den Biskuitboden habe ich bereits vorbereitet. Das ist eine 20er Form, also ich habe ihn zweimal gebacken in zwei Formen. Den Link dazu könnt ihr in der Infobox finden oder auch unter meinem Kanal unter Pandispania. Aber ihr könnt natürlich auch einen eigenen Biskuitboden dafür nehmen. Als erstes werde ich die Tortenpfirsiche abseihen und dann ein paar schöne zur Seite legen für die Deko. Der Rest wird zerkleinert und dann nehme ich etwas von dem Saft der Pfirsiche und gebe ein Päckchen Agar-Agar hinein. Und dann wird es in einem Kochtopf für 4 Minuten aufgekocht und dann wieder runtergenommen. Ich schlage jetzt die Sahne auf mit dem Zucker und dem Sahnesteif. Den Quark verrühre ich in einer separaten Schüssel, vermische ihn dann mit den Pfirsichen. Und das Agar-Agar habe ich jetzt eingerührt mit etwas Saft. Koche das auf unter Rühren, bitte, damit es nicht anbrennt. Für Minimum 3 Minuten sollte es köcheln, damit das nachher auch wirkt. Und nachher wird es nach etwas abkühlen, also ein paar Minuten, 5 Minuten circa, wird dann die Masse vermischt und dann schon in die Torte gegeben. So, ich habe das Agar-Agar jetzt in diese Schüssel gegeben. Das Agar-Agar wird relativ schnell fest. Deswegen, ich lasse es gerade nur so abkühlen, dass es nicht zu heiß ist. Und dann kommt jetzt löffelweise der Quark hinzu, damit die Temperatur angeglichen wird. Und wenn dann alles miteinander vermischt ist, dann kommt diese Masse in die Sahne und dann kann ich auch schon die Torte füllen. Die Masse ist jetzt fertig. Ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr noch etwas Zucker hinzugeben möchtet oder Vanille oder Zitrone. Das ist euch überlassen, denn danach kommt die Creme auf die Torte. Die Böden werde ich ein bisschen tränken mit Milch und dann einfach nur befüllen. Die Torte war jetzt in der Kühlung und ich schlage jetzt ein Päckchen Schlagsahne mit einem Päckchen Sahnesteif und ein Päckchen Vanillinzucker auf. Die Zuckermenge könnt ihr bestimmen nach eurem Geschmack. Und dann holt die Torte raus und dekoriere sie noch. Und hier ist das Endergebnis der Käsesahnetorte mit Pfirsichen im Naked Cake Style, also nicht eingestrichen an der Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch eine Idee geben, wie man Torten dekorieren kann.
ganz einfach. Ich würde mich über ein Abo oder über ein Like freuen und ich hoffe, ihr schaut bald wieder rein. Tschüss!